Was hast du mit dem ersten richtig großen Betrag Geld gemacht? Auch ein Auto gekauft? Also ich weiß jetzt nicht, was ich mit dem ersten Batzen gemacht habe, aber ich kann dir so eine ähnliche Autosituation erzählen. Gerne. Und zwar, als der neue S-Coupé rausgekommen ist, in 63 AMG wollte ich den haben. Aber da warst du schon im Game, ne? Da warst du schon. Ja, ja. Aber ich habe mir noch nie so einen riesen Karre oder so gekauft. Ne? Ich hatte davor auch ein bisschen was auf Leasing und so. Aber ich wollte mir was kaufen. Auf jeden Fall bin ich ins Autohaus und habe eine Probefahrt gemacht und habe mir dann in der Probefahrt eine Kippe angezündet. Und der Typ ist neben mir ausgerastet. Hat gesagt, ey, das kannst du nicht machen und was weiß ich und dies und das. Habe ich gesagt, bleib ruhig, kauf das Auto. Dann hat er gesagt, ja, aber nein, wir müssen erst mal gucken, ob die Finanzierung durchgeht und keine Ahnung. Ne? Habe ich gesagt, nein, Mann, ich zahle jetzt gleich bar. Und das war so auch für mich jetzt gerade so eine Szene, was mir eingefallen ist, weil ich glaube, er ist an dem Auto vorbeigefahren und wollte das immer haben. Ja, genau. Und dann hat er, ist sein erster Hit irgendwie durch die Decke gegangen und dann hat er sich die jetzt auch bar geholt. Wie hat der Verkäufer geguckt? Er fand das sehr beeindruckend. Für mich war es so eine Momentaufnahme. Einfach aus jugendlichem Dings Leichtsinn. Keine Ahnung. Heute hätte ich vielleicht besser geleast. Wäre vielleicht steuerlich besser. Hat sich's gelohnt, der Kauf? Ja, dieses Auto habe ich bis heute nicht abgegeben. Ich habe noch ein Zweitauto mittlerweile. Aber ich habe das Auto immer noch und tue mich auch ein bisschen so schwer, das abzugeben, weil es ist für mich schon symbolisch für eine gewisse Zeit und das hat mich auf jeden Fall daran erinnert jetzt.